Hallo und herzlich willkommen vom Balkonplanetarium zu unserer neuesten Ausgabe der Streifzüge durch das All. Wir haben heute einen aktuellen Anlass für euch. Eine große Geburtstagsfeier, die sich ankündigt. Und zwar die Geburtstagsfeier des berühmtesten aller Weltraumteleskope. Vielleicht des berühmtesten aller Teleskope überhaupt, des Hubble-Weltraumteleskops. Morgen, am 24. April, vor 30 Jahren, ist das Hubble-Weltraumteleskop auf seine Reise gestartet. Mit dem Space Shuttle wurde es in die Erdumlaufbahn gebracht und einen Tag später, am 25. April, dann in der Erdumlaufbahn ausgesetzt. 24. April 1990 gilt aber als Hubbles Geburtstag. Diesen Geburtstag feiern wir morgen nochmal ganz besonders. Ab 13 Uhr morgen könnt ihr euch auf ein Geburtstagsspecial freuen, das auch mal nicht vom Balkon aus aufgenommen worden ist, sondern wirklich aus dem Planetarium. Aber das ist erst morgen. Heute schauen wir mal auf die Person von Herrn Hubble, Edwin Hubble, und auch schon mal auf einige Entdeckungen des Weltraumteleskops. Edwin Hubble, amerikanischer Astronom, nach ihm wurde das Teleskop benannt. Warum eigentlich? Das hängt damit zusammen, was das Teleskop vor allen Dingen tun sollte. Außer, dass es natürlich wirklich im ganzen Universum unterwegs war. Aber es sollte vor allen Dingen klären, wie weit Objekte, insbesondere Galaxien, entfernt sind und wie schnell das Universum sich ausdehnt. Und da hatte Edwin Hubble sich große Verdienste erworben dadurch, dass er eine ganz bestimmte Art von Sternen im Jahr 1923 beobachtet hat und deswegen zusammen mit Theoretikern, Georges Lemaître zum Beispiel, etabliert hat, dass das Universum sich überhaupt ausdehnt. Weil das eines der großen Forschungsthemen des Teleskops sein sollte, wurde das Teleskop als überwiegend amerikanisches Teleskop, zu 15% sind aber auch die Europäer beteiligt, nach Hubble benannt. Und wenn wir uns jetzt mal die Entdeckungen im Reich der Galaxien anschauen, dann lade ich euch zu einem Streifzug durch 5 ganz, ganz tolle und farbenprächtige Milchstraßensysteme ein, die das Weltraumteleskop unter vielen anderen beobachtet hat. Das hier ist die Galaxie M83. Der Herr Messier war jemand, der im 18. Jahrhundert einen Katalog erstellt hat von relativ hellen, nebulösen Objekten, die er am Himmel gesehen hat, damit er sie nicht immer mit Kometen verwechselt, die er eigentlich gesucht hat. Und danach nennt man viele dieser Objekte M und dann eine Nummer. Diese M83 ist ungefähr 15 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und eine schöne Spiralgalaxie, in der sich neue Sterne bilden. Also überall da, wo es so rötlich leuchtet, da sind die neuen Sterne schon dabei, ihre Geburtswolke, in der sie entstanden sind, aufzulösen. Und diese Sternentstehungsgebiete sieht man besonders spektakulär. Vielleicht würde unsere Milchstraße, wenn man sie von außen sehen könnte, ein bisschen so ähnlich aussehen wie diese M83. Unser nächstes Objekt, M51, bisschen weiter weg, etwas mehr als 20 Millionen Lichtjahre, das ist meine Lieblingsgalaxie, die hängt nämlich auch bei mir im Büro an der Wand. Die Strudelgalaxie, die Whirlpool-Galaxie. Mit der habe ich mich mindestens 3 Jahre meines Lebens von morgens bis abends beschäftigt. Kann man machen als Astronom, weil wir uns ganz genau angeguckt haben, eine Kollegin und ich, wie sich in dieser Galaxie neue Sterne bilden, besonders in diesen dunklen Wolken in den Spiralarmen. Was bei dieser Galaxie besonders auffällt, ist, dass sie einen Begleiter hat. Und dieser Begleiter führt auch dazu, dass die Spirale, man nennt sie auch Grand Design Spirale, ganz besonders ausgeprägt ist. Das ist, ich finde, die schönste Spiralgalaxie am gesamten Himmel.
Manchmal sind solche Galaxien Begleiter, aber auch viel, naja, sagen wir mal, aufdringlicher. Und das sieht man in diesem Galaxienpaar, so bei 80 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, wo sich zwei Spiralgalaxien schon ziemlich nahe gekommen sind. Die rechte ist schon einigermaßen verformt durch den Einfluss der linken. Und wenn es dann noch weitergeht, dann ist man bei so etwas wie den berühmten Antennen angekommen, diesem Bild. Die beiden Galaxien sind miteinander verschmolzen und Gas hat sich im Zentrum der beiden Galaxien oder den beiden Zentren angesammelt und auch im Bereich, wo die beiden sich überlappen, und führt zu ganz extrem viel Sternentstehung. Sowas nennt man einen Starburst, eine explosionsartige, burstartige Entstehung von ganz, ganz vielen neuen Sternen. Leuchtet ungeheuer stark, dauert nur, auf astronomisch nur, ein paar Millionen bis ein paar Dutzend oder 100 Millionen Jahre, ganz, ganz kurz für Astronomen. Und dann ist das Feuerwerk vorbei, weil das Gas nämlich aufgebraucht ist. In einem etwas größeren Maßstab sieht man das ganz toll bei diesem Objekt, 300 Millionen Lichtjahre weit weg, die Mäuse. Diese Mäuse haben Schwänze. Man kann es erkennen, zwei Galaxien, die sich durchdrungen haben, sich jetzt vielleicht sogar schon wieder voneinander entfernen, sich wieder durchdringen werden. Am Ende werden sie komplett miteinander verschmelzen und die Schwerkraft hat dazu geführt, dass sie so verzerrt sind, dass Sternströme und Gasströme aus ihnen herausgezogen worden sind und diese Mäuseschwänze, die aus leuchtendem Gas und Sternen bestehen, gebildet haben auf ganz, ganz großen Skalen von Hunderttausenden von Lichtjahren. Und unser letztes Bild führt uns ins ganz entfernte Universum. Es ist das Hubble Ultra Deep Field, ein Feld, wo das Weltraumteleskop tagelang draufgehalten hat, ewig lange belichtet, und mit einem mittelgroßen Teleskop sieht man in diesem Feld fast gar nichts. Mit dem Hubble Weltraumteleskop tagelang belichtet, obwohl es mit 2,5 Metern Durchmesser gar kein großes Teleskop ist, kann es das eben ohne die Erdatmosphäre ganz toll machen, ohne dass die Erdatmosphäre stört und diese ultrascharfen Bilder machen. In dieser langen Belichtungszeit kommen Tausende von Galaxien zum Vorschein. Und die Entwicklung des Universums entfaltet sich vor unseren Augen. Denn wir können erschließen, dass diese Galaxien alle unterschiedlich weit weg sind und unterschiedlich alt sich auf unterschiedliche Weise entwickelt haben. Das ist Evolution des Kosmos vor unseren Augen. Und auch eine ganz, ganz große Erkenntnis unseres Weltraumteleskops, dessen Geburtstag wir morgen noch einmal richtig feiern. Und am Montag sind wir mit dem Weltraumteleskop dann nochmal da und schauen uns weitere tolle, farbige, super schöne Entdeckungen an, die näher bei uns zu Hause sind. Vom Sonnensystem bis hinein in unsere eigene Milchstraße. Erstmal aber Happy Birthday, Hubble. Ich hoffe, ihr seid morgen 13 Uhr wieder dabei.